Herzlich willkommen zurück zum Safe Energy Day von Lütze. Ja, liebe Zuschauer, bevor wir weitermachen, ein kleiner Hinweis an Sie. Wenn Sie während der Vorträge in der Nachmittagssession oder direkt nach den Vorträgen Fragen dazu haben, nutzen Sie das Chat-Symbol auf Ihrer Streamseite, müsste rechts platziert sein. Wir sammeln die Fragen und werden dann am Schluss immer eine kleine Fragerunde machen. So, dann steigen wir doch direkt ein in das nächste spannende Thema. Und zwar geht es um thermodynamische Modellierung, Simulation und Optimierung von Schaltschränken. Dazu freue ich mich auf meine kommenden zwei Speaker, und zwar Dr. Wolfgang Heidemann und Daniel Haag, beide Forscher von der Universität Stuttgart. Hallo, ihr zwei. Hallo. Freue mich, dass ihr seid. Die Bühne gehört euch. Legt gerne los. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Wir werden in den nächsten 30 Minuten versuchen, Ihnen unseren Arbeitsalltag etwas näher zu bringen. Das heißt, wir werden referieren über die thermodynamische Modellierung, Simulation und Optimierung von Schaltschränken. Steigen wir ein mit einer kurzen Themenübersicht. Ich werde zunächst beginnen mit den thermodynamischen Modellierungsansätzen, das heißt die Grundlagen. Darin im Anschluss wird mein Kollege Dr. Wolfgang Heidemann das Ganze in die Praxis bringen. Das heißt, Ihnen konkret aufzeigen, welche Möglichkeiten zur Energieeffizienzsteigerung im Schaltschrank gibt es denn. Dann gehen wir noch etwas tiefer in die Praxis, das heißt weg von unseren Labormessungen hin zum Einsatz in der industriellen Fertigung. Und abschließend möchten wir Ihnen noch unsere Vision aufzeigen, das heißt, was verbinden wir mit der Modellierung von Schaltschränken in der Zukunft. Ja, machen wir es kurz und bündig, ja. Ich sag mal, Grundlagen der Wärme- und Stoffübertragung in 3 Minuten. Ich denke, vielen von Ihnen werden die grundlegenden Mechanismen bekannt sein, mithilfe deren Wärme im Schaltschrank übertragen werden kann. Hier unterscheidet man grundlegend zwischen der Wärmeleitung, der Konvektion und der Strahlung. Und da ist eben der Schaltschrank ein gutes Anwendungsbeispiel, das wir auch immer in der Vorlesung heranziehen, um diese Mechanismen zu erläutern. Ja, steigen wir direkt ein mit der Wärmeleitung. Grundsätzlich, wie bei jedem Wärmeübertragungsmechanismus, ist der zu übertragende Wärmestrom abhängig von den Temperaturniveaus. Das heißt, je größer dieses ist, desto größer der absolut übertragbare Wärmestrom. Gleiches gilt für die Fläche. Je großflächiger mein Bauteil, desto größer der übertragbare Wärmestrom. Bei der Wärmeleitung gibt es jetzt aber noch eine Besonderheit. Hier ist nämlich auch die Wärmeleitfähigkeit relevant. Das ist im Prinzip eine Stoffeigenschaft. Ich habe hier unten schematisch gekennzeichnet den Wärmedurchgang durch eine ebene Wand, beispielsweise durch eine Schaltschrankwand oder durch die Behausung eines elektrischen Bauteils. Außerdem sehen Sie hier unten aufgeführt charakteristische Werte für die Wärmeleitfähigkeit von zweierlei Materialien, einmal von Stahl und einmal von Kunststoff. Sie sehen, die Wärmeleitfähigkeit vom Stahl ist ungefähr um den Faktor 100 größer wie die von Kunststoff. Damit kann man auch die Frage beantworten, was jetzt vorteilhafter ist aus thermodynamischer Sicht. Eine Umhausung aus Stahl oder eine aus Kunststoff. Ja, kommen wir zum nächsten Mechanismus. Die Konvektion. Hier ist es zunächst mal wichtig, dass man unterscheidet zwischen freier Konvektion und erzwungener Konvektion. Bei der freien Konvektion kommt die Luftbewegung allein durch Dichteunterschiede, das heißt durch Auftriebseffekte zustande. Bei der erzwungenen Konvektion hilft man nach durch mechanische Einwirkung, beispielsweise in Form von Lüfterelementen. Was sich jetzt sicherlich mit Ihrer Alltagserfahrung decken wird, ist, dass je größer die relative Strömungsgeschwindigkeit, desto größer der übertragbare Wärmestrom. Das heißt, je stärker ich die Luft umwälze in dem Schaltschrank, desto besser entwärmt sich dieser. Außerdem relevant sind hier noch die Stoffwerte. Im Schaltschrank haben wir es in aller Regel hoffentlich nur mit Luft zu tun und nicht mit Kondenswasser. Das wäre, wie Sie alle wissen, nämlich sehr schlecht. In anderen Bereichen der Wärmeübertragung kühlt man aber häufig mit Wasser oder Thermoölen. Die sind hier vorteilhafter, weil man eben eine sehr viel höhere molekulare Wärmeleitfähigkeit hat und damit auch konvektiven Wärmeübergang. Ja, letzter Punkt, die Wärmestrahlung. Das ist unserer Meinung nach der Punkt, der in der Praxis noch oder den die Leute in der Praxis noch am wenigsten auf dem Schirm haben. Das heißt, der oft auch vernachlässigt wird bei einfachen Modellen. Ich habe Ihnen hier mal schematisch aufgezeigt. Ein Bauteil in Orange, das netto einen Wärmestrom emittiert mit Strahlung. Eins in Blau, das netto einen absorbiert. Hier in Grau sehen Sie die Verblockung da dazwischen. Das können Sie sich jetzt im Prinzip vorstellen wie ein Schattenwurf im optischen Spektrum. Das heißt, nicht alles, was emittiert wird, kommt auch an dem blauen Körper, der absorbiert, an. Das heißt, dieses Phänomen jetzt im Detail zu beschreiben, ist vergleichsweise komplex. Deswegen braucht man hier auch gute Modelle, die überhaupt diesen Wärmeübertragungsmechanismus abbilden.
Das, was ich Ihnen jetzt in den letzten Minuten gezeigt habe, das waren im Prinzip die Grundlagen der Wärmeübertragung. Jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Anwendung. Welche zusätzlichen Kühleffekte können denn jetzt im Schaltschrank noch auftreten? Das habe ich jetzt mal in drei Kategorien geclustert. Ich denke, das Kühlgerät ist Ihnen allen bekannt. Ab einer bestimmten Verlustleistung oder Außentemperatur ist dieses notwendig, weil man sonst eben nicht unter eine bestimmte Anforderungstemperatur runterkommt. Luftaustausch, zum Beispiel durch einen Filterlüfter, wo kalte Luft aus der Umgebung einströmt, kann vergleichbar sein zum Kühlgerät, je nachdem, was ich eben für eine Ambienttemperatur habe. Problematisch ist hier aber oft der Schmutzeintrag. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe eine sehr stark mit Stäuben oder Ölen belastete Umgebung, dann trage ich mir dieses Problem natürlich in den Schaltschrank rein. Und letzter Punkt, die Homogenisierung. Ich denke, das deckt sich auch mit unserer Alltagserfahrung oder mit der Erfahrung, die jetzt jeder Planer oder Planerin schon gemacht hat. Es ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn ich homogenisiere im Schaltschrank. Das heißt, die Luftschichtung aufbreche durch Umwälzen, beispielsweise durch einen Airblower. Ja, und letzter Punkt, bevor ich dann übergebe an meinen Kollegen und der sie dann mit in die Praxis nimmt, ist, welche Möglichkeiten haben Sie jetzt erstmal zur Temperaturberechnung? Hier habe ich jetzt auch unterschieden in drei Kategorien. Von links nach rechts steigert sich die Komplexität. Wir fangen an mit dem Ein-Zonen-Modell. Ich denke, jeder, der schon mal in dem Bereich was gemacht hat, kennt da typisch marktverfügbare Systeme. Die Systeme haben aber häufig das Problem, dass sie keine Strömung auflösen. Es gibt nur eine Temperatur im Schaltschrank. Das ist natürlich sehr schlecht, wenn ich jetzt Hotspots auflösen will. Und diese Modelle haben in der Regel keinen Strahlungswärmeaustausch. Sehr viel komplexer sind da schon die Multizonenmodelle, wie zum Beispiel das AirTemp der Firma Lütze, das in Zusammenarbeit mit uns, der Uni, entwickelt wurde. Hier kann man schon wählen zwischen verschiedenen Strömungsformen. Und es gibt auch mehr als eine Temperatur, da man eben verschiedene Zonen hat, was eben auch vorteilhaft ist für Hotspot-Detektion. Außerdem gibt es jetzt hier ein Strahlungsmodell. Ja, letzter Punkt, und da kommen auch im Prinzip wieder wir als Uni ins Spiel. Wenn es jetzt noch genauer sein soll, kommt dann die CFD zum Einsatz, also Computational Fluid Dynamic. Hier kann man im Bereich von wenigen Millimetern oder rauf bis zum Zentimeter Strömung und Temperatur auflösen, das heißt sehr, sehr genau. Und hierfür haben wir auch diverse komplexe Strahlungsmodelle entwickelt, um dann eben diesen Mechanismus auch noch abdecken zu können. Genau, also soviel zum Schnelldurchlauf. Jetzt übergebe ich an meinen Kollegen, den Dr. Heidemann. So, nach dieser kurzen Übersicht zur Physik am Schaltschrank möchte ich im Folgenden Effekte und Maßnahmen zur Energieeinsparung Ihnen aufzeigen, und zwar das beim Betreiben eines einzelnen Schaltschranks. Der Verbund wird dann später noch thematisiert. Wir müssen aber dazu einen kurzen Blick in die Vergangenheit werfen. Im Jahre 2010 fanden sich ca. 60 deutsche Industriefirmen unter der Federführung der Volkswagen AG zu einem Interessensverbund zusammen, mit der Zielsetzung, durch Innovationen im Automobilbau möglichst den Endenergieeinsatz, den Endenergieverbrauch in den verschiedenen Gewerken, die beim Automobilbau auftreten, zu reduzieren. Von dieser Interessensgemeinschaft, die sich Innovationsallianz Green Car Body Technologies oder kurz InnoCat genannt hat, wurden in der Folgezeit verschiedene Teilprojekte initiiert, so beispielsweise auch ein Teilprojekt 4 zum energieeffizienten Karosseriebau, welches sich besonders um die Reduktion des Kühlenergieaufwandes beschäftigte. Die Firma Lütze war damaliger InnoCat-Partner und wir durften als Universität wissenschaftlich-technisch die Firma Lütze in diesem InnoCat 4-Projekt begleiten. Ja, diese beiden genannten Partner haben sich im Rahmen dieses Teilprojektes nun darum gekümmert oder untersucht, inwieweit eine Optimierung des inneren Schaltschrankaufbaus, darunter verstehen wir geometrische Aspekte wie beispielsweise das Verdrahtungssystem, aber auch die Bauteilanordnung oder eine möglicherweise zu generierende Zirkulationsströmung, inwieweit dieser innere Aufbau beitragen kann, aufwendig zuvor erzeugte Kühlenergie optimal einzusetzen und damit die Bauteillebensdauer zu verlängern und die Betriebssicherheit der ganzen Schaltanlage zu stärken.
Im Umkehrschluss kann natürlich ein derartig optimierter Schaltschrank mit weniger Kühlenergie zum Erreichen eines gewünschten Kühlergebnisses gegenüber dem nicht optimierten Schaltschrank betrieben werden. Nicht vergessen sei an dieser Stelle noch ein Punkt. Selbstverständlich bringt auch die Energieeffizienzsteigerung aller verbauten aktiven Kühlgeräte, Komponenten oder Wärmeübertrager eine signifikante Endenergieeinsparung. Das war allerdings eine Teilaufgabe, um die sich ein weiterer InnoCut-Partner damals gekümmert hat, nämlich die Firma Rital. Ich möchte nun mit meiner ersten Folie den Einfluss einer stabilen Zirkulationsströmung auf die zu erwartende Temperaturverteilung im Inneren eines Schaltschranks aufzeigen. Dazu betrachten wir einen Temperaturschnitt, also die Temperaturverteilung in einem Schnitt quer zur Bauteiltiefe. Und diese Betriebssituation stellte sich ein durch Verwenden eines sogenannten Dachaufbaukühlgerätes mit einer zentralen Warmluftabsaugung und vier regelmäßig darum herum angeordneten Kaltluftauslässen. Durch die Anordnung dieses Dachkühlgerätes und insbesondere der Platzierung der Auslässe der Kühlluft stellt sich sowohl hinter als auch vor der Struktur, also diesem Verdrahtungssystem, das war damals das LSC-System, eine mehr oder weniger chaotische Strömungssituation ein. Mit Blick auf die sich einstellenden thermischen Verhältnisse muss man sagen, dass die unbefriedigend waren. Und deutlich zu erkennen sind hier Wärmetönungen, sogenannte Hotspot-Bereiche, das heißt lokale Bereiche erhöhter Lufttemperatur. Eine Verbesserung der Situation kann nun dadurch erzielt werden, indem eine Modifikation am Kühlgerät dergestalt gemacht wird, dass definiert nur in einer Ebene ausgeblasen wird, die kalte Luft, beispielsweise in der Hinterlüftungsebene, welche das LSC-System anbietet. Die konditionierte kalte Luft strömt dann um die Bauteile herum, aufwärts gerichtet vor den Bauteilen und wird dann zentral hier oben wieder abgesaugt. Eine Prognose der mit dieser Maßnahme erzielbaren Energieeinsparung ergab mehr als 20%, also durch diese Generierung der definierten Zirkulationsströmung. Mit meinen nächsten beiden Folien möchte ich Ihnen nun zeigen, welcher Effekt die sogenannte Bauteilkompaktheit auf eventuelle Energieeinsparpotenziale beim Betreiben eines Schaltschranks haben können. Man versteht unter einer kompakten Bauteilanordnung, die hier links dargestellt ist, eine Anordnung, bei der die elektronischen und elektrischen Komponenten in enger Nachbarschaft zueinander platziert sind. Demgegenüber spricht man von einer luftigen oder weniger kompakten Bauteilanordnung, wenn diese Bauteile über das gesamte Schaltschrankvolumen verteilt sind. Werfen wir einen Blick auf die sich ergebende thermische Situation, wiederum in einer Schnittebene, die für beide Komponenten gleich gewählt wurde. Wenn Sie hier graue Blöcke sehen, dann sind es die durch Wahl der Schnittebene geschnittenen Bauteile, die verbaut sind im Schaltschrank. Diese Betriebssituation wurde nun nicht erreicht durch Einsatz eines Kühlgerätes, sondern stattdessen wurde zur Generierung der vorhin beschriebenen Zirkulationsströmung ein Axialgebläse, besser bekannt unter dem Namen Airblower, im Hause Lütze eingesetzt. Ja, deutlich zu erkennen ist die wesentlich bessere thermische Situation bei der weniger kompakten Bauteilanordnung. Hier hat man weniger Hotspot-Bereiche gegenüber der kompakten Anordnung. Der Grund dafür ist, dass bei der engen Anordnung eine Durchströmung dieser Zwischenbereiche, wenn nicht verhindert, dann aber doch behindert wird. Und bei entsprechend großer Verlustleistung der Bauteile, die hier angeordnet sind, sind Wärmetönungen, das heißt Hotspot-Bereiche, vorprogrammiert. Um nun diesen Parameter Bauteilkompaktheit energetisch zu bewerten im Hinblick auf mögliche Energieeinsparpotenziale, hat man sich damals die Frage gestellt,
Wie muss nun ein nicht optimierter Schaltschrank, also in dieser kompakten Anordnung, betrieben werden, damit sich in vergleichbaren, zuvor festgelegten Positionen, das sind diese Temperaturbeobachtungspunkte, die hier eingezeichnet sind, Point of Interest, wie wir sie genannt haben, damit sich eine vergleichbare thermische Situation einstellt. Ja, und wir haben bei unseren Untersuchungen herausgefunden, dass man diesen Airblower mit dem doppelten Volumenstrom betreiben muss. Dann stimmt genau in diesem Ausschnitt die Temperatur an diesem Temperaturbeobachtungspunkt mit der optimierten Variante überein. Energetisch bedeutet eine Verdopplung des Volumenstroms eine Verachtfachung der ursprünglichen Gebläseleistung, woraus man erkennen kann, dass dieser doch relativ simple Parameter Bauteilkompaktheit ganz signifikant zum Energieeinsparen beitragen kann. Mit einem weiteren Beispiel möchte ich Ihnen nun im Folgenden den großen Einfluss der Bauteilanordnung in aller Kürze darlegen. Dazu wird der bereits bekannte Schaltschrank nun nicht mehr mit einem Dachaufbaukühlgerät betrieben, sondern wir haben hier ein Frontanbaukühlgerät angenommen. Bei diesem Frontanbaukühlgerät wird im unteren Bereich hier, wo mein Pointer steht, konditionierte kalte Luft in das Schaltschrankinnere verbracht und temperierte Warmluft aus dem Schaltschrank im oberen Bereich wieder abgesaugt. Ja, ein Blick auf die sich ergebenden thermischen Verhältnisse sehen erstmal gar nicht so schlecht aus. Also in weiten Bereichen muss das Temperierergebnis als gut bezeichnet werden. Lediglich in diesem oberen Bereich bekommt man einen ausgeprägten Hotspot-Bereich. Und die Gründe dafür, die können nun mit beispielsweise der CFD, die es möglich macht, das Strömungsfeld zu visualisieren, nachempfunden werden. Ich möchte darüber berichten. Also wir haben festgestellt, dass eine effektive Bauteilkühlung stattfindet bei den Bauteilen, die zwischen dem Kaltlufteinlass und der Warmluftauslass angeordnet sind. Diese Bauteile in diesem Bereich sehen etwas von der zuvor konditionierten Kühlluft. Alle Bauteile, die oberhalb, und das sind genau diese hier mit den Hotspot-Bereichen, angeordnet sind, werden wenig oder gar nicht konditioniert, sehen wenig Kühlluft. Ja, und bei entsprechend hoher Bauteilverlustleistung sind dann auch wieder diese Hotspot-Bereiche nachvollziehbar. Ein auf der Hand liegende Verbesserung könnte beispielsweise so gestaltet werden, dass man eben diese thermisch hochbelasteten Bauteile in den Kühlluftstrom bringt. Das heißt, wir haben sie dazu in die Nähe des Kaltlufteinlasses platziert, in einer weniger kompakten Anordnung und erzielten damals eine Reduktion der maximalen Schaltschranktemperatur um 6 Kelvin, womit natürlich ein signifikanter Beitrag zur Steigerung der Bauteillebensdauer geleistet wird. Ja, und zum Schluss noch ein Parameter, der ebenfalls zu der thermischen Situation im Schaltschrankinneren signifikant beiträgt, der Einfluss der Kühlgeräteanordnung. Sie sehen hier im linken Bereich das bereits beschriebene Dachaufbaukühlgerät, wird dieses so konzipiert, dass man eine stabile Zirkulation um die verbauten Komponenten, um das Verdrahtungssystem herum erzielen kann, liefert diese Konfiguration mit dem LSC-System die besten Temperierungs- oder thermischen Verhältnisse. Wir haben vorhin festgestellt, dass auch mit dem Frontanbaukühlgerät sehr gute Ergebnisse erzielbar sind, insbesondere dann, wenn diese thermisch hochbelasteten Bauteile in den Kühlluftstrom, also zwischen Kühllufteinlass und Warmluftabsaugung gebracht werden. Dann bekommt man durchaus vergleichbare Ergebnisse wie beim Dachaufbaukühlgerät. Ja, und hat man die Wahl zwischen einem Frontanbaukühlgerät und einem Seitenanbaukühlgerät, dann sollte man eigentlich ein Frontanbaukühlgerät betreiben. Mit Blick auf die thermischen Verhältnisse beim Seitenanbau sind zu erkennen deutlich ausgeprägtere Hotspot-Bereiche. Die einzelnen Bauteilgruppen befinden sich teilweise in Strömungstotgebieten.
Also auch hier wird mehr oder weniger der Kühlluftstrom behindert, damit die Komponenten effektiv gekühlt werden. Und das führt letztendlich bei entsprechend hoher Verlustleistung der Bauteile zu diesen Wärmetönungen. All diese Einflüsse und Ergebnisse haben wir damals erzielt unter Verwendung von Simulationsprogrammen. Und damit man diesen Simulationsprogrammen vertraut, damit ein Vertrauensbereich aufgebaut wird, damit man letztendlich auch die Effekte nachvollziehen kann, muss man experimentelle Daten haben. Und wir haben damals in der InnoCAD-Initiative einen Versuchsstand konzipiert und aufgebaut, der in einer klimatisierten Kammer Umgebungstemperaturen im Bereich zwischen 0 und 40 Grad zugelassen hat. Die Schaltschränke konnten in Originalgröße vermessen werden, und zwar punktuell im Hinblick auf sich einstellende Temperaturen und auch Strömungsgeschwindigkeiten. Ja, und eine Besonderheit bei dieser Mimik war die Simulation der Verlustleistung. Also der Schaltschrank wurde nicht unter Last betrieben, sondern wir haben die Verlustleistung durch in Leergehäuse platzierte Heizwiderstände simuliert, die dann Pulsweiten moduliert angesteuert wurden, mit einer Spannungsversorgung versehen wurden. Ergänzt wurde diese invasive Versuchstechnik dann noch durch Infrarot-Thermografieaufnahmen, durch die Ganzflächeninformationen erzielbar ist. So, und damit möchte ich meinem Kollegen wieder übergeben. Ja, vielen Dank, Wolfgang, für die spannende Zusammenfassung. Jetzt sind wir eigentlich an einem ähnlichen Punkt wie vorher. Jetzt könnte man sich ja denken, naja, warum forschen wir jetzt eigentlich noch weiter? Jetzt haben wir gesehen, wir können berechnen, Ergebnisse haben wir validiert mit dem Labor. Ja. Aber jetzt komme ich ins Spiel. Das heißt, jetzt stellen Sie sich meinen Arbeitsalltag vor, ich als Modellierer, bekomme jetzt die Stückliste, den Aufbau von dem Schaltschrank und so weiter und implementiere das Ganze dann bei uns in einem CFD-System. Was Sie jetzt hier auf der Folie sehen, sind links und rechts zwei Schnittbilder durch die Thermosimulation, das heißt durch das CFD-System. Der einzige Unterschied, der jetzt zwischen diesen beiden Schnittbildern liegt, ist die angenommene thermische Verlustleistung. Und das ist mit Abstand der wichtigste Eingangsfaktor für unsere Modellierung. Das heißt, alles andere ist identisch. Die Strömungsform, freie Konvektion identisch und der Aufbau ebenfalls unverändert. Naja. Dann sind wir eben auch hergegangen und haben das Ganze in der Praxis noch validiert. Das heißt, vor Ort bei einem Betreiber haben wir In-Situ-Messungen gemacht, das heißt mit Thermoelementen geschaut, wie sehen denn jetzt unsere Temperaturverteilungen aus. Und was wir da jetzt eben festgestellt haben, war, dass wir hier zu dem linken Bild eine sehr, sehr große Abweichung hatten. Und jetzt sind wir hergegangen und haben die Verlustleistung so weit reduziert, bis wir die bestmögliche Übereinstimmung zu den Messwerten erreicht hatten. Und das war eben bei einer Gleichzeitigkeit von 40%. Das heißt, in Summe waren nur 200 Watt Verlustleistung im Schrank wirksam. Und die 500 Watt zuvor, die kamen einfach dadurch zustande, dass man eben aufsummiert hat über die Datenblätter, über das, was die Hersteller angeben. Ja, was will ich damit jetzt sagen? Das soll natürlich auch keine allgemeingültige Aussage darstellen, dass dieser Gleichzeitigkeitsfaktor jetzt immer 40% darstellt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen gilt und eben auch ein großer Hebel dann einfach für Energieeffizienzsteigerungen oder Einsparungen, dem ich da jetzt eben auf das Klimagerät 1 weiter unten zugreifen könnte, also eine Leistungsklasse drunter, oder vielleicht sogar nur hergehen kann und jetzt mit dem AirBlow homogenisieren und dann eben sehr energieeffizient unterwegs bin. Ja, und nächster Punkt, was für uns häufig auch, ich sag mal so, eine Herausforderung darstellt, ist der Bilanzrahmen von der Simulation. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben jetzt hier eine Reihe von Schaltschränken. Hier sind es jetzt in Summe 7 Stück, die miteinander verbunden sind, ohne abtrennende Innenwände. Dann habe ich natürlich einen Luftaustausch zwischen diesen Schaltschränken. Einfache Modelle und auch Grobstrukturmodelle, selbst AirTemp, tun sich da eben schwer, sowas jetzt zu modellieren. Das heißt, einen Luftaustausch zwischen den Schränken. Wir sehen jetzt hier wieder Simulationsergebnisse aus einer CFD-Simulation. Rot heißt hohe Strömungsgeschwindigkeit. Hier diese Linien, das sind Stromlinien. Das heißt, da würde man da jetzt ein Partikel loslassen, würde sich das so bewegen wie die Stromlinie. Wir haben jetzt hier insgesamt an 3 Positionen, hier durch die Pfeile gekennzeichnet, Kühlgeräte platziert. Was wir jetzt aus den Simulationen rausgezogen haben, war folgendes Fazit. Wir haben die hier in grün markierten Bereiche, die sehr stark durchströmt sind. Hier hat man im Prinzip auch kein thermisches Problem. Die unteren Verbindungsbereiche
Vielleicht muss ich dazu noch sagen, das sind jeweils Frontanbaukühlgeräte, erkennt man aber auch aus dem Bild. Die Verbindungsbereiche hier oder auch hier diese Randbereiche in Gelb, die sind noch mäßig durchströmt. Aber hier in diesen schwarz dargestellten Bereichen hat man jetzt ein Problem, zum Beispiel auch hier im ganzen Schrank 7. Die habe ich bei meiner Auslegung dann eben nicht berücksichtigt, ja, wenn ich jetzt hier nur mit dem Grobstrukturmodell rangehe oder wenn ich mir eben von vornherein denke, naja, das Klimagerät, das würde die Temperatur da schon runterziehen. Also auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dessen muss ich mir auch bewusst sein, wie sieht der Bilanzrahmen aus. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob der Schaltschrank jetzt verbunden ist oder nicht. Ja, welche Vision haben wir? Damit will ich jetzt im Prinzip dann unseren Vortrag schließen. Und das soll aufbauen an den theoretischen Erkenntnissen, die wir jetzt in den letzten 10 Jahren gesammelt haben und diese im Prinzip in die Zukunft bringen. Das heißt, in eine Art Modell gießen oder in eine Art digitalen Zwilling, die dann auch später wirklich anwendungsorientiert ist. Dazu ganz kurz die Fragestellungen, die jetzt in den Kontexten jeweils relevant sind. Aktuell haben wir in der Praxis festgestellt, dass sich viele Anlagenbetreiber bewusst sind, dass Thermomanagement ein wichtiges Thema ist. Die wissen auch, dass es mehr als eine Temperatur im Schaltschrank gibt. Aber bei der Instandhaltungsstrategie hapert es dann häufig noch. Da greift man dann in der Regel leider oft erst ein, wenn das Problem schon aufgetreten ist. Das heißt, man eine sehr teure Anlagenhavarie schon hat. Ja. Dann eilt man schnell an die Anlage und versucht, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. Hier würden wir gerne ein Umdenken sehen, das natürlich in Teilen auch schon stattfindet. Wir würden den Schaltschrank gern ganzheitlich betrachten. Das heißt hier als offenes System. Was wenden wir auf? Naja, wir pumpen Kilowattstunden, also Strom in den Schaltschrank, wir haben einen monetären Aufwand und wir verursachen Emissionen. Außerdem würden wir gerne die Metrik umdrehen, das heißt, wir würden gerne nach der Lebensdauer von den Bauteilen gehen. Das ist natürlich auch ein sehr komplexes Themenfeld, aber das ist eben Forschung. Wir machen da jetzt mal eine erste Annäherung bei unseren Modellen in den nächsten Jahren und schauen dann eben, dass man die Anlage versucht auszulegen nach der Lebensdauer. Das heißt, es gibt immer Bauteile, die jetzt temperaturresistenter sind und andere, die empfindlicher sind. Und wenn man das dann bei der Auslegung noch berücksichtigt, ist das eben auch nochmal ein Hebel, um Energie einzusparen. Ja, und das hier dann mal quasi in eine praktische Form gegossen. So stellen wir uns das in Zukunft dann für jeden Schaltschrank vor. Was ist jetzt hier dargestellt? Aktuell die linke Abbildung, die Sie sehen, das ist ein Ist-Zustand. Das heißt, das ist ein fiktiver Schaltschrank, den wir definiert haben in Anlehnung an, was wir in der Praxis vorgefunden haben. Der hat jetzt hier 500 Watt Verlustleistung und im Schaltschrank sollen maximal 40 Grad zugelassen werden. Sie sehen jetzt hier 2 Achsen, auf der linken Seite die Temperatur, das sind jetzt jeweils diese Linien hier. Wir schauen uns jeweils den Verlauf über das ganze Jahr an, also von Januar bis Dezember. In schwarz, das ist im Prinzip das Wetter, das sind Daten vom Deutschen Wetterdienst vom letzten Jahr. Hier in orange gekennzeichnet, das ist ein konstanter Offset zu dem Wetter. Damit haben wir die Hallentemperatur modelliert, um eben zu berücksichtigen, dass es über das ganze Jahr nicht eine konstante Temperatur in der Halle hat. Und hier in rot gekennzeichnet, das ist dann das Berechnungsergebnis, das heißt, welche Temperaturen im Schaltschrank vorliegen. Naja, hier sehen wir im Ausgangszustand eben, im Prinzip hängen wir konstant an den 40 Grad dran. Wir haben aber auch einen Kühlbedarf, den wir dazu aufwenden. Das heißt, wir pumpen Energie in den Schaltschrank rein. Hier auf der Achse aufgetragen. Und die Balken sind jeweils ein Maß dafür, wie viel Leistung wir da im Schnitt aufwenden müssen. Man sieht eben, man hat hier einen Peak in den Sommermonaten. Aber im Prinzip von April bis durchgehend in November muss ich Energie aufwenden, um meinen Schaltschrank entsprechend zu temperieren. Und was wir dann auch noch gemacht haben, wir haben eben einen Betrieb angenommen, hier in dem Fall jetzt ein 2-Schicht-Betrieb und eine bestimmte Anzahl an Stillstandstagen und kamen dann damit auf einen Endenergieumsatz pro Jahr von 557 Kilowattstunden. Das war quasi unser Vergleich, also unsere Referenz. Und jetzt sind wir hergegangen und haben im Prinzip alle Maßnahmen, die wir kennen zur Energieeffizienzsteigerung, also was Ihnen mein Kollege zuvor erläutert hat, also Bauteilentzerrung, Homogenisierung und so weiter, angewandt und haben einen neuen Zustand erzeugt von dem Schaltschrank und den dann ebenfalls genauso berechnet. Das heißt, schwarz und gelb unverändert, weil das war Wetter und Halle. In rot sieht man jetzt wieder das Berechnungsergebnis, also wie war die Temperatur im Schnitt in meinem Schaltschrank. Und da sieht man es, dass man hier in den Bereichen teilweise schon deutlich unter 40 Grad liegt, ohne dass ich hier überhaupt was aufwenden muss. Wir haben jetzt im Prinzip nur noch in den Sommermonaten den Zukühlbedarf und der ist auch erheblich reduziert gegenüber der linken Seite. Ja, und wenn man das Ganze jetzt wieder aufsummiert, über das Jahr auf integriert, bekommt man einen neuen Endenergiebedarf von 131 Kilowattstunden, was jetzt einer Reduktion um 76% beim Strom entspricht. Wenn man jetzt von einem konstanten Emissionsfaktor ausgeht,
beim Strom und eine Effizienz von dem Kühlgerät noch annimmt, dann kann man sagen, gleicher Faktor wurde auch CO2 reduziert. Also ebenfalls um 76%. Ja, und damit sind wir leider schon am Ende von dem Vortrag. Sie sehen, das ist ja ein sehr weites Themenfeld. Wir hätten jetzt natürlich noch viele weitere Themen ansprechen können, aber das waren jetzt mal so die wichtigsten aus unserer Sicht. Fassen wir noch mal kurz zusammen, was wir jetzt an Erkenntnissen oder an Visionen für die Zukunft haben. Wir sind der Meinung, die Energieeinsparung kann man nur realisieren, wenn man realitätsnah und auch zertifiziert berechnet, das heißt einfach Vertrauen schafft. Im Prinzip deckt sich das ja mit dem Konsens aus den vorangegangenen Vorträgen. Und nur dann kann man eben auch den Zielkonflikt auflösen. Also zwischen, ich will einerseits energieeffizient sein, andererseits aber auch mal eine Ausfallwahrscheinlichkeit so hinbekommen, dass ich eben keine teure Anlagenhavarie habe. Wir würden das Ganze gerne in Form von digitalen Zwillingen machen, das heißt die Modelle ganzheitlich sehen, wo wir im Westen auch noch Schnittstellen haben zu elektrotechnischen Modellen und da eben auch das Thema Bauteillebensdauer anpacken zu können. Ja, und als Schlusswort vielleicht, Sie sehen, hier handelt es sich jetzt auch um viele komplexe Detailprozesse, das heißt bei unserer Forschung wird es in den nächsten Jahren nicht langweilig werden und es gibt dann auch viele interessante Themenfelder. Und ganz besonders spannend sind dann natürlich auch mal Praxismessungen, die man dann vor Ort durchführt, um so eben die Berechnungsmodelle zu validieren. Damit danke ich Ihnen fürs Zuschauen und jetzt stehen wir Ihnen für Fragen zur Verfügung. Ja, Daniel Wolfgang, vielen Dank für eure Ausführungen. Sehr spannende Einblicke in die Thermodynamik. Liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt Fragen haben, nutzen Sie das Chat-Symbol rechts neben Ihren Freien und her damit einfach. Es sind schon welche da. Ich fange mal mit der ersten Frage an euch zwei. Wie funktioniert eigentlich eine CFD-Simulation? Kann man diese auch als Nicht-Experte durchführen? Gute Frage. Soll ich? Ja, bitte. Also die gute Nachricht, sie funktioniert, ja. Also, wir möchten natürlich keine Zuhörer oder Zuhörerinnen bevormunden, aber das ist auf jeden Fall ein Expertenthema, so eine CFD-Simulation. Ja. Das hängt natürlich auch bei uns sehr stark dann zusammen mit den Inhalten, die es bei uns im Studium gibt. Ja. Also das klassische Maschinenbau oder Energietechnik. Das heißt, da muss man auf jeden Fall die Grundlagen der Thermodynamik verstehen. Wie funktioniert die jetzt konkret? Naja, in Kürze, eigentlich kann man sich vorstellen, den Schaltschrank baut man dann auf, wie aus so kleinen Legosteinen. Ja. Das heißt, in jedem Legostein muss dann die Energie erhalten bleiben und das Gleiche kann man auch für die Masse machen. Daraus bekommt man dann die Strömung. Wenn man das Ganze jetzt im Computer zur Lösung überträgt, dann bekomme ich da eben im Endeffekt nachher sehr detailliert aufgelöst die Strömung und diese schönen bunten Bilder. Mhm. Nächste Frage ist, die reinkam. Ja, gute Frage. Welche Rolle spielt eigentlich die Aufstellsituation des Salzschranks? Weil wir sehen ja in Produktionen verschiedenste Konstellationen. Wird das bei Berechnungen berücksichtigt? Also ganz generell muss man sagen, muss man natürlich die spezielle Aufstellsituation berücksichtigen. Wir haben gesehen, bei diesen Kombinationen, da haben wir keine Wände zwischen den einzelnen Schränken. Bei den Einzelschränken ist beispielsweise ein paarweises Aufstellen möglich. Es ist ein von der Wand weggerücktes Aufstellen möglich. Es ist sehr nahe an eine Wand eine Position möglich. All diese Vorgänge beeinflussen die Wechselwirkungen mit der angrenzenden Umgebung, damit auch die konvektiven und auch die strahlungsbedingten Wärmeströme. Aber ich kann allen beruhigend zurufen, den Experten muss ich das nicht sagen, auch ein Schaltschrank, der unmittelbar an der Wand platziert ist, kann Wärme abgeben, wenn diese Wand eine andere Temperatur hat als die Oberflächentemperatur. Aber das muss natürlich alles berücksichtigt werden und die Ergebnisse, insbesondere im Hinblick auf Wärmedurchgang, also Wärmeabgabe, ohne jetzt Kühlenergie einzusetzen, werden durch die Aufbau- und Aufstellsituation beeinflusst. Das bringt mich zur nächsten Frage. Analysieren Sie auch Schaltschränke direkt vor Ort in Betrieben? Oder ist das mehr ein Theoretikum, was wir jetzt hier besprechen? Also gehen Sie wirklich in die Praxis rein zu Produktionsbetrieben und analysieren Sie dann dort die Umgebung? Das ist der positive Begleiteffekt bei der Kooperation mit einem Industrievertreter. Die Probleme werden an uns herangetragen und wir besprechen die zusammen mit dem Industriepartner, der Firma Lütze. Und dann geht man vor Ort hin, analysiert das Ganze und versucht es natürlich auch zu detektieren und messtechnisch zu begleiten. Denn wir sind natürlich ständig dabei, diese Modelle zu verifizieren, zu validieren, zu verbessern.
Man muss ständig eigentlich Sorge tragen, dass man alle Effekte abbildet, aber die Beschreibungsgenauigkeit wächst natürlich damit an. Also ein klares Ja. Mhm. Wir gehen auch zu Firmen hin und freuen uns, wenn wir Aufträge bekommen, um diese thermische Situation messtechnisch zu erfassen. Mhm. Eine Frage, die wir mal reingekriegt haben, wie verhält sich denn die Bauteillebensdauer zur Temperatur? Könnt ihr mir kritisch vorstellen? Genau, also allgemein natürlich, ja, je höher die Temperatur, desto kürzer die Bauteillebensdauer. Im Detail ist das natürlich auch ein sehr komplexes Phänomen. Da gibt es so eine Daumenregel, dass wenn man sich jetzt eine Arbeitstemperatur von dem Bauteil anschaut, beispielsweise 40 Grad, und dann geht man nochmal 10 Kelvin hoch, dann halbiert sich die Lebensdauer ungefähr. Das ist so ein ganz guter Anhaltswert. Aber trifft natürlich auch nicht auf alle Bauteile zu. Sehr empfindlich sind also Halbleiterbauteile wie jetzt Steuerungen, sowas wie ein Schütz oder so. So im Prinzip fast ein mechanisches Bauteil, das ist sehr viel weniger empfindlich. Das hat ja auch komplexe, vollgestopften Schaltschränken, was man da alles beachten muss, um die optimale Betriebstemperatur zu machen. Das ist eine Nachfrage jetzt von mir, wie analysiert man denn das dann in der Thermodynamik? Der eine hat den Arbeitspunkt hier optimal in den Temperaturbereich, andere Bauteile wieder hier. Da muss man so ein Mittelmaß finden bei der Kühlung. So ist es, genau. Im Prinzip muss man dann multidimensional optimieren. Ja? Das heißt, wie soll man sagen, dass der maximale Benefit eben gesteigert wird. Also im Prinzip, der Schaltschrank ist eben nur so gut wie das Bauteil, das zuerst ausfällt. Ja? Und dann muss man natürlich an die Stellen zuerst hinschauen. Aber man könnte sich halt auch überlegen, ja, dass man eben gezielt Bereiche definiert im Schaltschrank, die jetzt beispielsweise im Kühlgerät Auslass sind oder dem Bereich, die eben kalt sind und dann für solche empfindlichen Bauteile gedacht. Und Randbereiche, die, wo ich jetzt sehr aufwendig da noch runterkühlen könnte, die dann eben für weniger empfindliche Bauteile zu nutzen. Es ist auch ein weitergeführter Trend bei der Komponentenindustrie oder herstellenden Industrie, die zulässige Dauer Temperatur sukzessive nach oben zu bringen, denn dann kann ich natürlich das Temperaturniveau im Schaltschrank und damit auch den Kühlaufwand für eine vorgegebene Verlustleistung reduzieren. Ja, also da sind alle Partner gefragt. Im Endeffekt kann man als Begleitpartner, als wissenschaftlich-technischer Begleitpartner versuchen, die thermische Situation zu analysieren, aufzuzeigen, wo Problemstellen vorprogrammiert sind, aber die Toleranz ob diesen Problemstellen, das obliegt dann letztendlich dem Kunden, keine Frage. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich sehe sie schon eingeblendet. Kann man denn aus dem Stromverbrauch die Emissionen, in Klammern CO2-Emissionen, auch berechnen? Skaliert das direkt? Daniel. Soll ich? Ja, gerne. Im Prinzip, das ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema. Wo fange ich jetzt an, wo höre ich auf? Ich muss eigentlich auch die Herstellung von allem berücksichtigen. Aber wenn ich jetzt nur den Betrieb betrachte, dann habe ich ja im Prinzip einen großen Stecker von meinem Schaltschrank, sage ich jetzt mal. Für die Kühlung wäre das dann das Kühlgerät oder eben die Stromversorgung vom Airblower. Und wenn ich da jetzt eben die Kilowattstunden Strom aufnehme, ja, und die sind bekannt, dann kann ich über den deutschen Strommix eben zum Beispiel fürs letzte Jahr berechnen, wie groß sind die Emissionen. Und genau, also da gibt es dann quasi einen Wert. Vielleicht so ein kleiner Pferdefuß dieser einfachen Berechnungsmodelle, denn diese einfachen Berechnungsmodelle, da gibt man sich, wenn überhaupt Strömung gerechnet werden kann, die optimale Strömung vor. Ja, also da ist man sehr limitiert mit den Freiheitsgraden. Vielleicht auch noch als kleinen Zusatz.
ohne dir jetzt die Moderation abzunehmen. Aber im nächsten Vortrag weiß ich, der Herr Hütter, der wird da auch sehr detailliert drauf eingehen, ja, auf so Kabelverblockung. Ja. Ja. Genau. Also dann einfach dranbleiben, wenn jemand das Thema interessiert. Ja. Sehr gerne, Sie hören. Nächste Frage, die wir reingekriegt haben, ist eine gute Frage. Wie gut stimmen denn die theoretischen Berechnungen mit der Praxis wirklich überein? Ja, also ich greife das mal auf. Ich hatte ja gezeigt, dass wir unsere Simulationsergebnisse dann auch verifiziert haben. Also die Methodik zum einen überprüft haben anhand des Vergleichs mit anderen Programmen. Dann könnte aber immer noch der Fall sein, dass die genauso schlecht oder genauso gut rechnen. Man vergleicht das auch mit Benchmark-Programmen, sodass ein Vertrauensbereich sich einstellt. Dann hat man natürlich beim Anwenden dieser Simulationsprogramme an entsprechenden Stellen im Hinblick auf die zu verwendenden Turbulenzmodelle noch gewisse Freiheitsparameter. Aber speziell bei unseren kalibrierten Modellen hatten wir überwiegend eine Übereinstimmung zwischen Messung und Rechnung im Bereich zwischen 1 und 2 Kelvin. Nur an Ausnahmestellen, bei denen man vielleicht auch die Sensorposition nicht genau getroffen hat, wenn man in irgendeiner Auftriebsfahne einer freien Konvektionsströmung ist, da ist es sehr, sehr schwer. Ja, also da machen schon wenige Millimeter daneben viel aus. Mhm. Überwiegend, um die Frage final zu beantworten, also im Bereich zwischen 1 und 2 Kelvin. Ja. Mhm. Gibt es denn auch, sage ich mal, Messverfahren, wie man das nicht nur mit Simulation überprüft, sondern auch, ich denke jetzt an die Formel 1, wo Farbe aufgespritzt wird, die Spuren sieht, wie die Thermodynamik ist, oder irgendwelche Strömungsmodellen, wo sie irgendwelche farbigen Gase drin fließen lassen und aufzeigen. Gibt es da auch noch, sage ich mal, praxisunterstützende Methoden, die die Simulation nochmal festigen? Soll ich? Bitte. Ja, also Strömungsmessverfahren gibt es viele und das ist im Prinzip genauso, wie du es dir vorstellst. Ja. Also da könnte man dann halt einen Rauchgasstrom beispielsweise einbringen. Ja. Das nennt man dann PIF heißt es im Fachkreis, Particle Image Velocimetry, ja. Also wo man im Prinzip dann auch so bildbearbeitende Verfahren sich dann diese Strömungspfeile dann reinzeichnen kann und die dann quasi messtechnisch bestimmen. Mhm. Aber ist natürlich in der Praxis jetzt sehr schwer, dem Anlagenbetreiber jetzt beizubringen, dass ich jetzt mit einer Rauchgasdose komme und genau. Da im Labor, man hat halt in der Regel dann immer nur einen Schuss, ja, aber dann ist der Schaltschrank halt irgendwann voll mit Rauch, da muss ich halt wieder absaugen und deswegen relativ aufwendig, aber machbar. Mhm. Kann man denn, eine gute Frage, kann man denn mit modernen Systemen wie dem Airblower, Airstream oder dem Crossboard überhaupt noch aus Anwender viel falsch machen, was die Thermodynamik betrifft? Reinstecken, reinschrauben und es fließt sauber? Also es gibt klare Präferenzen, wann der Airblower eingesetzt werden sollte. Aber wenn man jetzt irgendeinen Klimatisierungsfall wünscht, bei dem eine Temperierung unterhalb der Umgebungstemperatur sich einstellen soll, dann schafft man das auch nicht mit dem Airblower. Das sind die physikalischen Grenzen. Also es kann nur oder es muss zur Kühlung Energie ausgetragen werden und dafür brauchen wir ein treibendes Temperaturgefälle. Also für tiefe Temperaturen braucht man Kühlgeräte, aber für alle anderen hat natürlich der Airblower den großen Effekt, dass die frei werdende Verlustleistung letztendlich auf das ganze Schaltschrankvolumen verteilt wird und damit senkt sich die mittlere Temperatur. Und man generiert natürlich auch einen verbesserten konvektiven Wärmeabtransport an den jeweiligen Bauteilen. Ich denke, bei jeder Installation technischen kann man Fehler machen, den kann man falsch rum anschließen, den kann man an die falsche Stelle positionieren. In unserem Fall, das hatten wir aufgezeigt, sollte das so gemacht werden, dass wir tatsächlich diese Zirkulation bekommen. Und dazu muss das leicht versetzt in den hinteren Spalt gesteckt werden. Eine umgekehrte Rotationsrichtung oder Strömungsrichtung birgt die Gefahr, dass sich diese stabile Zirkulation nicht mehr einstellt, weil vor den Bauteilen eigentlich die Dimensionen größer sind. Dort bildet sich dann eher eine Zirkulationswalze vor den Bauteilen und nicht mehr diese gewünschte Umströmung. Also letztendlich sind alle Prognosen, die man mit theoretischen Modellen macht, nur so gut wie die Ausführungsqualität ist. Also wenn das, was man vorschlägt, nicht adäquat umgesetzt wird, falsch umgesetzt wird, dann hat man zwar sein Gewissen beruhigt, aber der Effekt im Inneren stellt sich trotzdem nicht ein. Also da muss letztendlich auch eine Sensibilität im Hinblick auf die Ausführungsgüte geschaffen werden. Eine Frage kriegen wir noch rein in der Zeit, und zwar, wenn ich jetzt thermodynamisch optimierte Schaltschränke habe, braucht es dann überhaupt noch aktive Klimageräte, selbst wenn sehr leistungsstarke Komponenten verbaut sind? Soll ich? Kann ich. So im Prinzip,
Wie du gerade schon gesagt hast, ja. Ich meine, die niedrigste Temperatur, die ich jetzt ohne aktive Kühlung hinbekomme, ist meine Umgebungstemperatur. Wenn ich mir jetzt eben sehr, sehr heiße Aufstellorte vorstelle, ja, denke ich beispielsweise an Südamerika, wo es ja auch viele Automobilproduzenten gibt. Ja. Genau, und ich habe eben schon 35, 40 Grad außen, ja, vielleicht im Peak, und mein Limit innen liegt aber halt auch bei 40 Grad. Genau, dann komme ich auch mit dem besten Airblower und der besten Luftumwälzung nicht. Da brauche ich dann zwangsläufig eine aktive Kühlung. Wunderbar. Daniel, Wolfgang, vielen Dank für eure Ausführungen. War sehr spannend, in die Welt der Thermodynamik einzutauchen. Und danke, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Wir danken. Gerne.